Es war wirklich eine Stimmung, eine Zeit, die man nur in so einer Wechselzeit erleben kann. Aufregend. Das war eigentlich alles neu. Die Option und die Chance, mit anderen zusammen eine Fakultät, quasi einen Studiengang und eine Fakultät aufzubauen, das hat mich sehr gereizt, in der Tat, ja. Ja, es war natürlich alles am Anfang. Es war noch ganz viel Geld da, kann ich sagen. Das war eine ganz andere Situation. Die Personen, die in diesem Gründungssenat sich zusammengetan hatten, waren einfach ganz ausgewiesene und hervorragende Fachleute, Manager, Könner. Und wir starteten also, wie gesagt, mit viel Idealismus und das hat sich dann auch wirklich übertragen auf die Studierenden. Wir hatten von der Universität Stuttgart aus kommend einen sehr weitsichtigen Professor, den Professor Humpert, mein Mentor, und der schon Ende der 80er Jahre uns mit Themen betraut hat, wie sind die kleinen Städte in der DDR noch zu retten? Und so haben wir quasi schon ab 89, 90 ein großes Konvolut an Stadtplänen und historischen Entwicklungen der kleinen Städte in der DDR zusammengesammelt. Und das hat auch mich hierher geführt. Und in diesem Zuge bin ich dann auch 92 angefragt worden, mich hier als Städtebauer für eine neu zu gründende Fakultät und Aufbau eines Studiengangs mich hier zu bewerben, was ich dann auch getan habe. Anfang der 90er Jahre. Also ich war zum ersten Mal sogar in Cottbus Ende 91. Da gab es damals eine Ausschreibung auf allgemeine Elektrotechnik. Da sah es natürlich sowohl in Cottbus als auch auf dem Campus furchtbar aus. Also man kam hierher und meinte, Fall für den Kopfschuss. Ich habe immer die halbe Mannschaft ausgewechselt. Die saßen dann eine Woche in Stuttgart und die zweite Hälfte war in Cottbus und es war immer im Wechsel. Ja, und so haben wir begonnen, den Lehrstuhl aufzubauen. Ganz offen sein, als ich das erste Mal nach Cottbus gefahren bin, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich etwas werden könnte. Also ich will jetzt ein bisschen übertreiben, man musste so auch bei Tag noch das Licht anschalten, um überhaupt wirklich sich zurechtzufinden. Das war schon eine bemerkenswerte Situation. Ja, und es hat sich aber entwickelt, es war eine tolle Stimmung. Es war eine richtige Goldgräberstimmung. Ein bisschen die Professoren und die Mitarbeiter haben ganz gut, wirklich gut und eng zusammengearbeitet. Aber andere Dinge, wie zum Beispiel das Haus, in das wir hier gezogen sind, das hatte noch Ofenheizung. Da haben wir also Spurenanalytik neben dem Kohleofen betrieben. Aber wir haben einfach angefangen, wir haben einfach gearbeitet. Ja, und dann war natürlich auch die Hochschule neu. Also, und die geschichtliche Situation in den neuen Bundesländern. Alles war neu. Aber als ich hierher kam, war natürlich alles auch ein bisschen, ja, häufig ausgedrückt, etwas verwittert. So, der Boden war aufgerissen, der Sessel war ein bisschen wackelig, das Telefon funktionierte nicht, das Heizungsrohr hat getropft. Also es war schon ein bisschen abenteuerlich, wie wir angefangen haben. Dann haben wir eigentlich hier von null auf an, gleich zu Beginn mit Frau Müller, unserer Sekretärin, die ja immer noch im Hause ist, haben wir begonnen, diesen Lehrstuhl aufzubauen. Und das ging dann vergleichsweise rasch. Bereits schon 3 Monate später waren die ersten Mitarbeiter da. Bürokratie spielte keine Rolle. Alle, also die wenigen Leute, die hier im Studiengang tätig waren und die Verwaltung, das war ein Team sozusagen, das lief papierlos. Computer gab es auch noch nicht. Auf Zuruf wurden einfach Dinge erledigt. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Pionierphase halt. Aufbau mit allem drum und dran. Sicher gab es hier und da auch Zwänge, aber die haben wir kaum wahrgenommen, sondern wir haben die Ärmel hochgekrempelt und gemacht. Nachts eine Studienordnung geschrieben, die 3 Wochen später durch alle Instanzen bestätigt war. Die Leute haben das einfach alles durchgewinkt. Und wenn Sie heute ein Komma ändern wollen in einer Prüfungsordnung, da sind Sie ein halbes Jahr zugange. 92, 93 hatten wir auch noch eine gewisse Abwehrhaltung. Sie müssen überlegen, es waren noch Studierende hier von der alten Hochschule für Bauwesen.
Und die hatten ja früher die sogenannte Rotlichtbestrahlung, wie man das nannte, also ihren Zwangsunterricht in Marxismus-Leninismus. Also diese ML-Unterrichtseinheiten, die auch abgeprüft worden sind. Und wir hatten natürlich das Problem bei der Einführung des fachübergreifenden Studiums, dass sie gesagt haben, ja, jetzt müssen wir da Soziologie studieren und müssen da Philosophie studieren. Ja, ist das jetzt statt einer Rotlichtbestrahlung eine Schwarzlichtbestrahlung? Kriegen wir jetzt Zwangsunterricht in kapitalistischer Ideologie, wie auch immer? Das hat ungefähr so ein Semester gedauert, bis man dieses Missverständnis aufheben konnte und ausräumen konnte. Die meisten Labore waren irgendwo angemietet, auch die meisten Büroräume. Und es war dringend notwendig, jetzt zu investieren in Gebäude und aber auch in Ausstattung. Und ich denke, die Prägung der ersten Zeit war einfach, dies alles aufzuarbeiten, dass man schnell bauen kann und dass es auch kontinuierlich über viele Jahre hindurch geht. Die Option, es gab einen Campus, das hatten andere Universitäten im Osten, in Weimar und so, in der Form nicht, auf dem wir aufbauen konnten, aber die Gebäude, die Ausstattungen, das war alles sehr reduziert. Also ich kann mich erinnern, meine Kollegen und mich, wir sind angereist jede Woche mit zwei Koffern. Der eine so persönliche Lebensgegenstände, Kleidung, und dem anderen waren Bücher und Dias, um unsere Vorlesungen zu bestreiten. So ging das los und wir haben dann ja über einen Wettbewerb, der 93 war, international, sehr bald einfach begonnen mit dem Ausbau des Campus, dessen Ergebnis Sie heute sehen, und das ist zweifelsohne eine große Leistung. Es gab schon sehr viele Berufungen. Als ich begonnen habe, das war nach 5 Jahren nach der Gründung, ich denke, da waren sicher schon 75% aller Professorenstellen besetzt. Jetzt war es notwendig, diese unter ein Dach zu bringen. Das heißt, jeder kam mit einer Forschung von dem Heimatinstitut, und es musste ein bisschen koordiniert werden und wir mussten Schwerpunkte finden. Das war eine große Arbeit, um zu versuchen, auch dass die Lehrstühle, die Hochschullehrer untereinander kommunizieren. Wo wir am Anfang ja sehr oft die Erlebnisse hatten, dass Studenten von weit im Westen gekommen sind, eigentlich hier gar nicht her wollten, ja, also nicht der Erststudienplatz hier und der Platz ihrer Wahl war, aber dann nach dem ersten, zweiten Semester mitgekriegt haben, wie toll doch die Rahmenbedingungen sind. Samstagvormittags war ich immer im Rektorat, saß ich in meinem Zimmer, und samstagvormittags kamen immer die Studenten. Da war immer am großen Tisch, saßen 7, 8 Studenten, haben mir erzählt, was während der Woche war und wie man auch mit den Studenten gemeinsam etwas machen kann. Also die Studenten waren voll mit integriert in die ersten Schritte, die wir damals gemacht haben. Für mich ganz ausgesprochen angenehm war der Kontakt, den wir zum Beispiel zu der Stadt hatten. Zu dem Oberbürgermeister Kleinschmidt und dem ganzen Umfeld war sehr eng und sehr, sehr intensiv. Gab da keine komplizierten Barrieren, wenn man etwas wollte, hat man angerufen. Und ich kann das nicht jetzt nur von mir und dem Umfeld sagen, wir sind eigentlich immer mit offenen Türen aufgenommen worden. Ohne es überzubewerten oder überpointieren, ich denke persönlich, ist das 20 Jahre Cottbus, das ist einfach ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens und ein hochspannender. Ich sagte immer, ich habe das Gefühl, wenn ich in Cottbus bin, dann gehört mir die ganze Welt. In Stuttgart gehörte mir mein Zimmer und vielleicht noch der Gang vor dem Zimmer. Also es war einfach emotional eine tolle Zeit.